Professor Müller-Wieland, mit dem Diabeteskongress 2019 hier in Berlin endet Ihre Amtszeit als Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Was hat Ihnen denn während der beiden Jahre am meisten Freude bereitet? Also die größte Freude hat mir bereitet, einmal die unglaublich tolle Zusammenarbeit mit den ganzen vielen, vielen, vielen Menschen, die sich auf unterschiedlichste Art und Weise und auf verschiedenen Ebenen für das Thema Diabetes und die Betroffenen einsetzen. Das ist wirklich total faszinierend. Zweitens, ich denke schon und hoffe, dass wir natürlich auch die Anliegen und unsere Punkte gemeinsam sowohl in der Politik wie aber auch in der Versorgung setzen konnten. Worin sehen Sie die größten Erfolge Ihrer zweijährigen Amtszeit mit dem Team? Also Erfolge, ich denke, wir haben stetig wichtige Themen weiter bearbeitet. Das eine in der Prävention, vor allem die Verhältnisprävention, wieder in den Vordergrund zu bringen. Lebensmittelkennzeichnung, Schlagwort Nutri-Score, gesundheitsbildende Mehrwertsteuer, Schlagwort Reduktionsstrategie von Frau Klöckner, die wir ja kritisch sehen. Dann in der direkten Versorgung, die Prozesse, die aber auch wirklich mehr zu einem Austausch werden mit IQWiG, GBA, Schlagwort AMNOG, Medizinprodukte, nicht nur Medikamente. Das sind viele Themen, die jetzt natürlich im Rahmen der Entwicklung und der Digitalisierung auf uns zukommen. Und bei der Versorgung selbst natürlich die große Frage, wie können wir als Fachgesellschaft aktiv die Versorgung mit Hilfe der digitalen Transformation gestalten? Und das ist natürlich ein großes Thema, das liegt uns allen sehr am Herzen und da bin ich sehr froh, dass sich die Fachgesellschaft da auch mit einem wunderbaren Team, auch unter der Führung der Taskforce mit Herrn Ekrath angenommen hat. Und ich denke, da sind wir weitergekommen, wir haben die Konzepte entwickelt, ich denke, wir haben die Akzeptanz herbeigeführt und jetzt geht es schlichtweg nur noch um die Umsetzung. Ist denn die digitale Transformation auch das größte Thema oder was ist die größte Herausforderung der Fachgesellschaft? Na, die größte Herausforderung der Fachgesellschaft ist, denke ich, weiterhin daran zu arbeiten, dass frühzeitig die Erkenntnisse aus der Forschung beim Patienten ankommen. Und dieser translationale Prozess, dazu gehört auch natürlich politische Arbeit. Und ich denke, das Bewusstsein sowohl in der Gesellschaft wie in der Politik, dass sie eine wissenschaftliche Fachgesellschaft zwar auf der Forschung basiert, aber auch die Verantwortung hat, dafür zu sorgen, dass die Forschung denen zugutekommt, wo es hin soll. Und das ist politische Arbeit, sprich medizinische Plausibilität und medizinischer Standard nach SGB V. Da haben wir ein Selbstverständnis als wissenschaftliche Fachgesellschaft. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, aber das ist eine stetige große Herausforderung. Das ist die Grundlage für alle Aktivitäten. Und was möchten Sie gerne Ihrer Nachfolgerin, Frau Professor Monika Kellerer, mit auf den Weg geben? Oh, vieles. Viel Glück und natürlich auch ein bisschen, die richtigen Momente müssen kommen, um natürlich auch sowohl bei der Politik wie bei der Kommunikation nach innen, wie bei den verschiedenen Aktivitäten in einzelnen Projekten, die man braucht, um natürlich voranzukommen, Freude dabei zu haben. Und natürlich die Zuarbeit aller interessierten Aktiven, die Diabetes und die DDG-Familie ist groß und ich glaube, wir stehen alle hinter ihr. Herzlichen Dank für die Informationen und Ihnen viel Erfolg für den Kongress und für die Zukunft. Vielen Dank.